Ja, hallo Leute, ich wollte euch heute mal meinen Destillator vorstellen. Der ist seit ungefähr einem Jahr im Besitz von mir und ja, ich war vorher normaler Wassertrinker gewesen. Hab mir die Flaschen aus Bedenken auch immer im Supermarkt geholt, weil ich auf Leitungswasser schon länger verzichtet habe. Und ja, ich muss sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem Destillator. Wobei ich noch sagen muss, destilliertes Wasser ist es nicht direkt. Weil ich habe hier noch in dem Auffangbehälter, wo das Wasser reinläuft, noch Mineraliensteine reingesetzt, um das Wasser halt in der neutralen Form, wie es rauskommt, also nicht zu belassen. Ja, und was mir immer wieder auffällt und was ich euch mal zeigen, demonstrieren wollte, und zwar hinterlässt der. Funktioniert der Destillator so, dass der Wasserdampf aufsteigt und hier im Gerät hochsteigt und dann durch Röhren am Ende hier dann rauskommt und im Auffangbehälter dann am Ende landet. Und weil ja nur die Wassermoleküle in Form von Dampf hochsteigen, bleiben die ganzen Restbestände, die im Wasser dann noch vorhanden sind, also am Ende dann immer drinne. Und ich habe das mal aufgesammelt und wollte euch mal zeigen, wie das in konzentrierter Form aussieht. Und damit ihr gut darauf verzichten könnt. Okay, und das ist dann die Brühe, die dann am Ende beim Destillieren übrig bleibt, wenn man das Gerät kurz vorher ausschaltet. Ja, das ist ein Konzentrat aus 4 Litern, was dann halt noch übrig bleibt an den ganzen Abfallstoffen, die nicht verdampft werden und in den Behälter übergehen. Und ja, aus 4 Litern, also viel trinkt man vielleicht in 2 Tagen, ist das dann der Reststoff. Das würde sich dann, wenn man sich mit Leitungswasser begnügt, dann sich im Körper irgendwo absetzen oder ja. Guten Appetit. Ja, also das Wasser schmeckt eigentlich sehr gut, ist sehr weich und ich bin absolut keine Bedenken, das auch zu trinken, obwohl ja von der gegnerischen Seite auch gesagt wird, dass destilliertes Wasser schädlich ist. Also was ich auf keinen Fall jetzt seit ein Jahr, über ein Jahr, also feststellen kann. Wir geben es auch unseren Kleinen zum Trinken, also unseren Neugeborenen und das ist, ich würde eher Bedenken haben, also das Leitungswasser. Selbst wenn es aufgekocht ist, sie noch zu verabreichern. Also Und dort lauern Gefahren. Wir haben getestet, was in öffentlich zugänglichen Gebäuden aus dem Hahn sprudelt. Das Ergebnis ist mitunter ganz und gar nicht hygienisch sauber. Plus Minus und der TÜV Rheinland waren unterwegs, inkognito. In 10 deutschen Städten, jeweils am Bahnhof, im Rathaus, an der Uni, in einem Seniorenheim und einem Krankenhaus. Dort haben wir Wasser abgezapft, so wie es aus der Leitung kommt. Insgesamt 50 Proben. Die kamen gut gekühlt ins Labor des TÜV Rheinland. Dort wurden sie auf Bakterien untersucht. In einem Milliliter Leitungswasser sollten eigentlich höchstens 100 Erregerkolonien schwimmen. Aber viele unserer Proben lagen deutlich darüber, bis zu 8-mal über dem Grenzwert. Und selbst bei Wasserhähnen mit automatischem Sensor, die man gar nicht anfassen muss, fanden die Forscher viele Bakterien. In 6 Proben fanden die Forscher E. coli oder coliforme Bakterien. Die kommen im Darm vor und gehören auf keinen Fall ins Trinkwasser. Bei den Coli- und coliformen Bakterien haben wir es eigentlich mit Fäkalkeimen zu tun, also Indikatororganismen, die darauf hinweisen, dass irgendwo Verschleppungen aus dem Sanitärbereich, aus dem Fäkalbereich dann erfolgt ist und die eben auch im Körper zu entzündlichen Reaktionen führen können, eben auch bis hin zu Todesfällen führen können. In 2 Proben schwammen Pseudomonaden. Sie sind kaum zu bekämpfen, wenn sie sich einmal in der Leitung festgesetzt haben. Und weil sie gegen die meisten Antibiotika resistent sind, sind sie auch besonders gefährlich für den Menschen. Die Pseudomonaden können zum einen dazu führen, dass wenn sie Verletzungen haben, dass eine schlechte Wundheilung erfolgt. Zum anderen können sie aber eben auch aufgenommen werden und dazu führen, dass sie entzündliche Reaktionen wieder bis hin zur Lungenentzündung bekommen. In 4 Proben waren sogar Legionellen.
Dort sollte sofort nachkontrolliert werden, denn Legionellen können sich auch über die Luft verbreiten und sind vor allem für geschwächte oder ältere Menschen ein echtes Gesundheitsrisiko. Legionellen fühlen sich wohl im warmen Wasser und werden in Form von Aerosolen aufgenommen, können dann bis in die Lunge wandern und hier zu Lungenentzündungen führen, die eben auch in vielen Fällen bei Legionellen gerade zum Tode führen können. Insgesamt war genau die Hälfte der 50 Proben mit besonders vielen oder gefährlichen Keimen belastet. Die Häufigkeit war für mich schon überraschend, auch die Spezies, die wir gefunden haben. Für mich selber kann ich nur das Fazit ziehen, wenn ich in so einen Bereich gehe, Hände waschen würde ich ja, mit gewisser Vorsicht. Als Trinkwasser würde ich das Wasser da sicher nicht brauchen.